Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung hier in Thief 1 in der Gold-Version, im Lore-Let's Play, in der Mission, die hier mit Mörder betitelt ist. Wir sind bei Ramirez tiefem Anwesen, schon im Kellergewölbe vorgedrungen und dort, ich glaube, wir können ihn schon hören, erzählt das Gold, erzählt seine Schätze und wir wollen ihm seine Privatbörse stehlen, die er offensichtlich bei sich trägt. Und ich denke, da drüben werden wir erstmal ein Licht löschen. Damit wir noch ein bisschen besser vorankommen hier ungesehen. Da redet einer. Der trägt irgend so einen Knüppel bei sich. Kann der sich wehren? Ich vermute ja, hier sind leider elektrische Lichter an. Puh, das wird ja ganz schön schwer hier auf dem Steinboden. Das geht ja höchstens mit einem Moospfeil hier. Ich würde sogar sagen... Mit zwei Moospfeilen machen wir das gleich. Was war das? Nichts, nichts. Ich hätte wissen müssen, dass niemand hier hereinkommt. Genau, niemand kommt hier rein. Niemand ist da, mein Freund. Niemand ist da. Ah, ist abgeschlossen. Ja gut, hätte man sich denken können. Also der macht sehr... Aha, jetzt läutet er einmal. Was war das? Nichts. Du hast nichts gesehen. Ich hätte wissen müssen, dass niemand hier hereinkommt. Genau, ich glaube, in die Mitte lege ich jetzt aber auch nochmal hier einen Moospfeil. Wir wollen es jetzt mal ganz genau nehmen. Wir haben die alle dabei. Ja, am liebsten würde ich den ja umknüppeln hier. Ich glaube, das ist auch die sicherste Variante. Oh, nee, den Dietrich wollte ich nicht. So, mein Freund. Ramirez. Zeit für den taktischen Rückzug. Ich will die hiesige Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Genau so ist es. Oh. Wie? Mir fehlt ein Schlüssel, Ramirez. Hast du einen Schlüssel bei dir? Oh, offensichtlich nicht. Nee, das bisschen ist dein Gold hier. Das glaubt doch kein Mensch. Hier war ein Schlüssel. Wartet. Was haben wir denn hier? Einen Schlüssel. Das war auf jeden Fall der richtige. So. Willoughby Bright, Beutelschneider vom Steinmarkt, zum fünften Mal mit den Abgaben geknausert, nicht der Mühe wert, öffentliches Kopfgeld von 200. Garrett, freier Dieb des Südviertels, Anteil dreimal verweigert, Quince und Jackau losgeschickt, um ihn einen Kopf kürzer zu machen. Meisters Glück, Spielhölle. Bei Raputo nachfragen, gehört sie ihm? Auf jeden Fall redet da jemand nicht mit dem, mit dem er ansprechen sollte. Ja, er hat hier die ganzen Fäden in der Hand, ne? Ramirez. Ist das hier irgendwie zum Anklicken? Ich dachte gerade, da wäre so ein Buchgeheimversteck, aber offensichtlich nicht. So, kriegen wir dich auch mit dem Schlüssel auf? Haha, tatsächlich. Das ist doch mal richtig gut. Ich weiß nicht, was wir jetzt bekommen haben hier. Wir haben auf jeden Fall die 2000 auch gestohlen. Das heißt, wir sollen das Haus verlassen. Ja, der kann so lange an diesem komischen Zipfel da ziehen. Da kommt kein Diener mehr. Wir haben uns ja bereits darum gekümmert. So, jetzt muss ich mal kurz nochmal speichern.
Und dann müssen wir nur noch einen Weg hinausfinden. Nanu, was ist das denn hier? Ach, guck mal, hier sind die... Hier sind seine Haustiere, die er mit lebendigem Fleisch irgendwie füttern soll. Ja, ja, ist gut, ihr habt mich gesehen. Okay, da hätte man jetzt auch Ramirez eigentlich reinwerfen sollen, aber, also können, nicht sollen. Aber das war uns nicht erlaubt, laut Spiel dürfen wir niemanden töten. Schade eigentlich, Ramirez hätte es, glaube ich, tatsächlich verdient gehabt, würde ich mal so sagen. Ah, hier geht's wieder raus. Hier ging's rein, ja, perfekt. Dann mal wieder raus aus dem Haus. Das wird jetzt allerdings nicht so leicht. Mal sehen, wo wir hier jetzt rauskommen. Da ist auf jeden Fall ein Typ. Na, warte. Nein! Oh mein Gott. Oh Gott. Was machen die denn jetzt? Läuten die keinen Alarm, oder? Ja, ein bisschen suboptimal das Ganze. Ich hatte nicht gedacht, dass der durch die Tür kommt. Pass gut auf. Vorhin habe ich... Oh Gott. Ganz in die Ecke, bitte. Oh je, jetzt suchen die nach uns. Oh. Ja, das war natürlich wieder ganz Premium von Garrett. Von mir, vom Meisterdieb. Ich glaube, ich mache hier auch nochmal das Licht aus. Wir haben ein paar neue Wasserpfeile bekommen von unten. Bleib bloß wach. Ich fürchte, hier geht etwas vor sich. Komm heraus und still dich, Dieb. Ich weiß, dass ihr euch hier... Oh Gott, das sind so viele. Da komme ich doch niemals ungesehen raus. Es sei denn, die würden sich irgendwann wieder beruhigen. Aber guckt euch das mal an. Ich komme nicht aus diesem Gang hier raus. Das sind so viele. So viele. Patrouilliert auch noch einer normal. So viele Leute hier. Okay, gut. Machen wir dem Spaß ein Ende und laden lieber das. Ach, also man muss sich wirklich merken, man muss immer einen Reserveweg offen haben. Und das ist in diesem Level super schwierig, weil es immer nur die engen Gänge gibt. Also jetzt weiß ich ja, okay, hier muss ich ausmachen, weil der Typ hier irgendwann runterkommt. Und da habe ich ja keine Möglichkeit, außer mich umzudrehen und wegzulaufen. So, der kommt jetzt also angerannt und rennt hier unten rein und dann wird er von uns jetzt weggeknüppelt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich sowas neu lade, aber das hat ja nun wirklich keinen Zweck, dass wir uns da mit 5 Leuten irgendwie im Zweikampf messen. Das, nein, das ist ein unduldbarer Fehler gewesen. Ja, los, jetzt komm endlich runter, du Typi, und dann kriegst du jetzt einen über und fertig. Bin's leid mit euch. Das ist auch langsam mal meine Geduld am Ende hier, mit diesen 3 Millionen Wachen hier bei Ramirez. So, Ruhe jetzt im Karton, da kannst du gleich liegen bleiben. Speichern, zumachen, weiter geht's. Ich werde jetzt hier auch nicht mehr groß
zögern. Ah, gut, das ist dieser blöde Raum. Hier sitzen die ganzen Wachen drin. Hier kam eine Wache um die Ecke gelaufen. Also auch hier einmal bitte aus. Wo immer diese Wache auch wieder herkam, das war bestimmt eine, die hier oben lang lief. Ich werde jetzt einfach hier im Zentralbereich. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Hier hin, dahin? Ich weiß es doch auch nicht, liebe Leute. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren, wie wir am besten jetzt hier zum Haupteingang zurückkommen. Ich glaube auf der anderen Seite eher. Was macht der denn hier? Wiedersehen. Ist das einer von den beiden Mördern? Weiß man nicht. Den haben wir auf jeden Fall ausgeschaltet. Aha. So, hier kommt man... Wartet mal, ist hier noch irgendwas im Wasser? Ich gucke jetzt doch mal genauer nach. Nein. Ja, das war diese Tür, wo wir auch auf den Balkon gesprungen waren. Das bedeutet, hier ging es eh nicht weiter. Und hier kommen wir in Richtung... Da ist der Haupteingang, da ist auch einiges los wieder. Naja. Ah, wir sind hier wieder so in der Helligkeit. Das erkennt man hier gar nicht. Warum sind wir hier so dermaßen hell beleuchtet? So sichtbar. Ist manchmal echt schwierig zu sehen. Also wenn der sich da oben nicht umdreht, dann gibt es gleich einen Lärmpfeil für ihn. Das sehe ich nicht ein, dass ich mich jetzt hier... Ja, los. Aha. Der nächste von diesen komischen Kollegen. Jetzt gehen die da hin. Oh, ich hoffe, der kriegt nicht wieder die Kurve in diese Ecke hier. Aber wahrscheinlich wird genau das natürlich passieren. Dann gibt es nur noch die Flucht nach vorne. Kommt herausgekrochen, ihr Herumtreiber! So, jetzt gehe ich schon mal taktisch hier hin. Na los, guck dir den an. So geht's dir gleich auch. Scheint sich nicht dafür zu interessieren. Ja, da kann er uns ruhig sehen. Ich sollte mich in mein Viertel zurückziehen. Die Burschen sehen nicht gerade friedlich aus. Mist, jetzt sind wir jetzt genau in so einen blöden Bediensteten reingelaufen. Kehren Sie in die Sicherheit Ihres Stadtviertels zurück, töten Sie niemanden. Ja, jetzt müssen wir nämlich hier unten zurückkehren und natürlich weiß ich jetzt nicht mehr, in welche Richtung ich dann hier weg muss. Hier sind doch bestimmt jetzt irgendwelche Wachen herbeigerufen worden. Ja, da unten patrouilliert schon einer. Also den Weg nehmen wir nicht. Wir nehmen jetzt den Weg, den wir vorhin schon ausgekundschaftet haben, nämlich über die Wasserstraße hier. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Dann haben wir schon mal mindestens eine Wache umgangen. Mit ein bisschen Glück sogar mehrere. Kann man hier unten... Ja, man kann hier zwar lang, aber... Hier geht es nirgendwo hin, ne? Er ist eine Sackgasse hier leider. Das heißt, man muss hier raus, egal ob einen jemand sieht oder nicht. Es gibt hier keine Alternative. Oh, ich höre Leute, ich höre Schritte. Und hier müssen wir ganz vorsichtig laufen.
hier Metallboden ist. Oh, die suchen hier überall. Das ist so übel. Ich muss da zur Tür, aber ich komme jetzt nicht hier weg. Okay. So, dann probieren wir es mal hier rüber. Und hier rüber. So. Ich habe keine Ahnung, wo mich das jetzt hier hinführt. Das müssen wir dann mal sehen. Hier war diese Leiter nach oben. Da drüben ging es auch lang. Wo sind wir denn jetzt wohl? Wird uns nicht angezeigt. Hm. Gott, hier sind überall Wachen. Nee, danke, Leute. Also, da kann ich mich ja selbst suizidieren. Ja, ich komme nicht hier raus. Was ist das für ein Mist? Warum kann ich hier nicht richtig rauf? Ja, toll. Ich komme nicht von der Leiter runter hier. Ich komme nicht durch... Mal, wirst du dich da jetzt wohl durchzwängen? Meine Fräse nochmal. Also manchmal hat das Spiel auch wirklich seine Tage, ey. Das ist ja schlimm. Leute... Ja, aua. Gut, laden. Ach, Mann, ist das frustrierend. Wegen so einem blöden Bug. Wegen so einem bescheidenen Bug. Ja, ich laufe jetzt einfach an euch vorbei. Das ist mir jetzt zu doof. So, wo sind wir jetzt? Da oben. Vollkommen falsch. Hier rum, rarum, lirum, larum. Sackgasse, ganz toll in Wurst. Ja, ja. So, jetzt sind wir hier wieder beim Ausgangspunkt. Der hat uns nicht gesehen. Oh Gott, der Nächste. Leute. Aber wir kommen in die richtige Richtung hier. Wer ist das? Wer macht da so Lärm? Wo ist der Teller? Wo ist der Teller? Danke. Komm schon raus, Dieb! Zu spät. Ja. Ich wollte ihn ablenken, aber... Es hat nicht mehr geklappt, weil ich zu lange gebraucht habe, den Teller aus dem Inventar zu suchen. Ah, ich krieg die Kätze hier. Ja, hey, weicht. Ja, irgendwo hier. Und dann müssten wir doch über die Unterstadt jetzt irgendwie da hinkommen, oder nicht? Einbrecher! Halt! Halt! Ach, jetzt ist das auf einmal alles bevölkert. Ach, Mann, du mieses Stück Dreck. Der hat mich getroffen, der Arsch. Naja, das müssen wir jetzt aber eigentlich schaffen. Sind wir richtig? Ja, eigentlich sind wir auf dem richtigen Weg hier. Hier müssten wir doch richtig sein, oder? Das ist es doch. Oh, war ein bisschen zäh auf der Flucht. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das hätte man sicherlich auch viel schleichender nochmal probieren können. Aber ihr habt ja gesehen, das war jetzt so eine Riesenmenge an Wachen. Ich glaube, das kommt davon, weil wir jetzt gesehen wurden in Ramirez Villa. Ich meine, wenn das nicht der Fall ist, dann hat man wesentlich weniger Wachen da auf dem Rückweg. Aber es ist ja auch egal, wie... Die Mission ist beendet. Wir haben Ramirez um seine Reichtümer einigermaßen erleichtern können, seinen geliebten silbernen Schürhaken.
Ja, und jetzt kommt die nächste Mission. Und ich meine, die jetzt kommt die nächste Mission. Das wäre eine, die mit dem Gold-Patch Schrägstrich-Addon dazugekommen ist, die vorher noch nicht drin war. Aber das werden wir dann sehen. Da werden wir nochmal über das Intro sprechen und uns nochmal über Ramirez unterhalten und seine Machenschaften hier. Und dann geht es weiter in der nächsten Mission. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt eine etwas kürzere Folge. Aber so ist es manchmal mit dem Folgenschnitt. Das kann man nicht so hundertprozentig vorhersehen. Dafür haben wir es aber geschafft mit der Mission bei Ramirez. Und nächstes Mal geht es weiter. Bis dahin macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.